Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Auf Phoenix. mein In die Kommando! Schlacht! Ja, wir gehen gerade beim Spinnenkloppen. Müssen Hier! hier wohl Schnell! In die erst Schlacht! die Oberspinne besiegen, damit die Kleine nicht mehr Sie sind spawnen. überall! Auf meinem Befehl. Schnell zum Angriff! Sie sind überall! So, dazu hauen Verstärkt wir die mal Deckung! hier ein bisschen. Um alles kaputt machen! Mehr Zielwasser rein? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Bereit! Und los! So. Schlüssel zum Spinnentor. Vorwärts! Mal gucken, ob jetzt immer noch Schnell! Spawn kommt. Ein paar sind ja schon wieder Schnell! Für die Freiheit! hier aufgetaucht. Sie sind überall! Auf mein Zeichen. Vorwärts. Sofort. Zum Angriff. Die Rune ruft zur Ehre, Aonir. So, die Spinne auch mal loswerden. Hier. Sofort. Zum Angriff. Dann werden wir noch die los. Also bis jetzt kein Respawn mehr. Hier, sofort! War also wahrscheinlich wirklich die Mama-Spinne, sag ich mal, der Trigger. Hier! Sie sind überall! So. Haltet durch, Männer! Sofort! Mir nach! Hier unten habe ich ja das Rätsel gelöst. Dann muss ich noch das Rätsel hier lösen. Auf mein Zeichen! Sofort! So, erstmal hier aufmachen. Ja, eine spinnenförmige Vertiefung befindet sich in dem Main hier. Den Spinnenschlüssel verwenden. Der Schlüssel passt genau in die Vertiefung. Ein Mechanismus am langen Tor beginnt sich zu bewegen. So, haben wir den Spinnenschlüssel jetzt nicht mehr, gell? Nein. Gut. Und Erfahrungspunkte. Was wünscht die Rune? Das heißt, wir haben... Ja. Das schon mal geschafft. Hier wäre so ein Kopf, der eine Zunge bräuchte. Hier sind Lagerhallen. In dem hier wurden zwei Symbole eingraviert. Das heißt, haben wir uns das Symbol einer Schaufel. Okay. Das Symbol eines Dolchs oder des Diamanten? Ja. Ein ununterbrochener Luftstrom, Mundraum wirbelt die Luft, erzeugt ein seltsames Rauschen.
Steinzunge einsetzen. Was sagt der Luftstrom? Rabe. Okay, der sagt Rabe. Schön. Sagen uns dann die Köpfe das richtige Symbol, das wir berühren müssen? Gucken wir mal. Also ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Ich setze die Steinzunge ein und lausche den Luftstrom. Dolch. Okay, Dolch. So, die Steinzunge herausnehmen. Hier ist übrigens noch ein Mann hier. Hier ist eine Truhe eingesperrt. Ja, da komme ich nur lang, wenn ich den Mann hier öffne. Gut, das heißt erstmal wieder hier runter. Zu Befehl. Unverzüglich. Verstanden. Und ja, der erste Steinkopf war hier oben. Wofür soll ich eigentlich nochmal in die Halle der Toten? Einfach nur so. Erdmünzen habe ich 2, Luftmünzen habe ich 6, eine Wassermünze habe ich auch schon. Ich habe alles Mögliche. Ich habe Gons. Siegel der Nocken, das ist für die Stadt der Seelen. Also ja, die bewachen immer noch die Truhe, nur der Hauptweg ist frei. So, ist die Frage, gehen beide Truhen auf, wenn alle Lichter brennen, oder kann es sein, dass eine aufgeht, wenn alle Lichter aus sind? Mal gucken. Die Truhe ist mit 7 Siegeln verriegelt. 2 Siegelriegel sind offen, 5 sind verschlossen. Also ja, die geht auf, wenn alle Lichter an sind. Ja, 7 Riegel. 5 Riegel sind offen, also die geht aus, wenn alle aus sind. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich dich berühre. Die Säule berühren. Na, da geht die hier an. Okay. Also die anderen beiden sind ausgegangen, die ist angegangen. Ich mach's wieder mit Violent Error. Na doch, machen wir mal die an.
Jetzt sind alle bis auf die Hintermitte. Das ist blöd. Das hatte ich jetzt eigentlich mir nicht so vorgestellt. Okay, ich glaube, die... Ach, jetzt ist auch die wieder ausgegangen. Mist. Ich dachte, die hier müsste oben und unten anmachen. Genau, aber die ist jetzt auch wieder aus. Die macht aber die da oben auch wieder aus, gell? Nein. Ah, das ist doof. Lass mal die wieder berührt. Was passiert, wenn ich die? Dann geht, bleibt die immer noch aus. Also sind wir immer noch am Anfang. Warum ist die immer noch aus? Geht die nicht mit an? Doch, geht sie. Ja, ich bin doof. Okay, jetzt die da oben und dann sollte das eigentlich klappen. Hey, warte, warum ist die jetzt schon wieder aus? Machst du die da unten? Ach, du switchst die da unten auch mit um. Ja, die hier. Jetzt ist nur die in der Mitte aus, okay. Und ich soll nicht immer nur die berühren, die aus sind. Ich soll jetzt auch mal mit dem versuchen, die an sind.
Genau, dann geht die auch in der Mitte aus. Fast. Versuchen wir es erstmal andersrum. Sie alle auszubekommen. Dann bekomme ich sicherlich alle an. Ja, Tatsache. Ich kriege alle an, wenn ich versuche, sie auszubekommen. So. Alle Riegel sind geschlossen. Nee, halt die da drüben muss ich öffnen.